Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich und offiziell zum Neujahrsempfang der Duisburger FDP. Ich freue mich und danke Ihnen, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind. Und obwohl dieser Monat ja schon fast, der erste Monat des neuen Jahres fast erledigt ist, wünsche ich Ihnen allen ein gutes, erfolgreiches und vor allen Dingen ein gesundes neues Jahr. Meine Damen und Herren, ich möchte einige Gäste ganz besonders hier begrüßen. Ich freue mich, den der Duisburger FDP begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Franz Widera. Und wir freuen uns auch über unseren zweiten Ehrenvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Holger Ellerbrock. Gemeinsam freuen wir uns eigentlich jedes Jahr über den Besuch der Duisburger Polizeipräsidentin. Herzlich willkommen, Frau Dr. Bartels. Frau Dr. Bartels, wir freuen uns, dass Sie stets darauf achten, dass in den Problemvierteln in Duisburg immer die notwendige Polizeipräsenz und Stärke vorhanden ist. Ich freue mich persönlich sehr, den Bezirksbürgermeister aus Rheinhausen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Winfried Böckhorst. Und ich sagte dir eben schon, meine späteren kommunalpolitischen Ausführungen gelten ausdrücklich nicht dir persönlich, genauso wenig wie dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister aus Homberg, Ruhrort Baal. Herzlich willkommen, Herr Klaus Radny. Wir bleiben noch etwas auf der linken Rheinseite, ist heute besonders stark vertreten. Ich freue mich, dass der CDU-Vorsitzende aus Rheinhausen zu Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Mönnings. Es ist noch viel mehr politische Konkurrenz im Haus. Ich sehe sie nur gerade nicht, weiß aber, dass er da ist. Wir begrüßen den Vorsitzenden der Ratsfraktion Junges Duisburg, DAL, Stefan Wedding. Wo bist du? Stimmt. Und ich glaube, die ganze andere restliche Fraktion ist auch da. Und ja, dem entgegen völlig unabhängig und überparteilich sind natürlich die Duisburger Medien, deren Vertreter wir auch herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns auch immer über die Gäste aus dem eigenen politischen Lager, wenn es auch nicht aus unserer Stadt ist. Wir begrüßen den Kreisvorsitzenden der Mülheimer FDP. Herzlich willkommen, Christian Mangen. Ich habe aber auch gesehen den Herrn Dahms aus Moers, den Herrn Häuser aus Kamp-Lintfort und den Stefan Haupt aus Bedburg-Hau. Also weit angereiste, herzlich willkommen. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich über die vielen externen Gäste, die den Weg heute zu uns gefunden haben, die uns zum Teil seit Jahren wohlwollend begleiten, aber bisher sich nicht durchringen konnten, Mitglied der FDP zu werden. Wenn Sie heute eine Entscheidung treffen möchten, wir haben Aufnahmeanträge mitgebracht. Unsere Kapazitätsgrenze ist noch nicht erreicht und es ist auch ein Gerücht, dass wir einen Aufnahmestopp hätten. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, beim Neujahrsempfang blickt man üblicherweise auf das zurückliegende Jahr und wagt einen Blick auf das, was vor einem liegt, und das tun wir gleich auch. Aber in diesem Jahr blicken wir zusätzlich noch viel weiter zurück, nämlich 70 Jahre. Wir blicken ins Jahr 1947. Genau in diesen Tagen, vor 70 Jahren, fanden sich die ersten Duisburger Liberalen zu einem Verbund zusammen. Ich glaube, der hieß anfangs noch etwas anders, aber es war der Beginn des organisierten Liberalismus in Duisburg. Und wie das alles damals so genau abgelaufen ist, damit hat sich unser Parteifreund und Historiker Alexander Olenik beschäftigt. Und das wird er uns später in einem interessanten Vortrag erzählen. Ich durfte da schon mal kurz reingucken. Und ich muss sagen, ich bin von den damaligen Abläufen in positiver, auch in negativer Hinsicht beeindruckt. Ich freue mich auf deinen Vortrag, Alex. Wenn man bedenkt, welche Höhen und Tiefen nicht nur die Duisburger FDP im Laufe der Jahrzehnte erlebt hat, wie oft diese Partei von außen und innen totgesagt wurde,
dann empfinde ich eine Lebensdauer von 70 Jahren schon als enorm, als enorme Leistung. Und auch wenn einige politische Gegner es gern sehen würden, ich bin sicher, das Ende der Freien Demokraten ist noch lang nicht in Sicht. Schon Hans-Jochen Vogel sagte einst, die FDP treibt sich immer in der Nähe des Friedhofs herum, ist aber immer noch nicht beerdigt. Und Hans-Dietrich Genscher sagte einmal, dass an eine Auflösung der Freien Demokraten gar nicht zu denken sei, weil dies satzungsgemäß nur durch einen Zweidrittelbeschluss aller Delegierten eines Parteitages erfolgen könnte. Und so viel Einigkeit hielt Genscher für ausgeschlossen in der FDP. Und dem schließe ich mich gern an. Denn Liberale sind nun mal von Natur aus keine kadertreuen Mitläufer, sondern Freiheitskämpfer. Und sie scheuen auch keine politischen Auseinandersetzungen, auch nicht untereinander. Wir Duisburger Liberalen empfinden dieses 70-jährige Jubiläum auch als Ansporn und Herausforderung, um weiter für die liberale Sache zu kämpfen, selbst wenn unsere Stadt nicht gerade zu den deutschen Hochburgen des Liberalismus zählt. Noch nicht. Dennoch wollen wir heute mit Ihnen allen unser Jubiläum ein wenig feiern. Wie sagte einst Peter Harry Carstensen, bei uns knallen heute die Sektgläser. Da zuckte Herr Pöhling vom Museum zusammen. Sehr verehrte Damen und Herren, ich sagte bereits, bei einem Neujahrsempfang blickt man üblicherweise auf das zurückliegende Jahr. Das will ich gern tun, jedoch aus liberaler und vor allen Dingen aus kommunalpolitischer Sicht. Das Jahr 2016 begann für Duisburg aus politischer Sicht genauso unrühmlich, wie das Jahr 2015 endete. Im vorhergehenden Jahr hatte der Oberbürgermeister und seine SPD noch Linke und Grüne dafür gewinnen können, die Gewerbesteuer drastisch zu erhöhen und die Grundsteuer B. Und somit die Attraktivität der Stadt weiter verschlechtert und der Ansiedlung neuer Unternehmen große Steine in den Weg gelegt. Dafür hatte die SPD den beiden kleineren, gutgläubigen Ratsfraktionen vieles versprochen und alle Versprechen direkt nach dem Beschluss wieder vergessen. Bis der gleiche Haushaltsplan Ende des Jahres wegen Formfehlern noch einmal beschlossen werden musste. Da waren Linke und Grüne dann aber aufgewacht und standen als Mehrheitsbeschaffer für den OB nicht erneut zur Verfügung. Eigentlich eine historische Situation. Der Oberbürgermeister und seine SPD präsentieren einen Haushaltsplan, haben aber keine Mehrheit im Duisburger Stadtrat, die diesen Plan beschließen. Linke und Grüne waren abgesprungen. CDU und alle anderen kleinen Fraktionen und Gruppen hatten ja bereits den vorherigen Beschluss abgelehnt. Ich kann mir gut vorstellen, wie die früheren CDU-Fraktionsvorsitzenden mit dieser Situation umgegangen wären. Zumindest die, die ich kennenlernen durfte, Dr. Jürgen Kempken, Benno Lehnsdorf, Adolf Sauerland oder auch Petra Vogt. Sie alle hätten ein politisches Schlachtfest gefeiert. Und dann passierte etwas, was viele vor kurzer Zeit für vollkommen unmöglich gehalten hatten. Der aktuelle Fraktionsvorsitzende ging damals ans Rednerpult und erklärte der überraschten Öffentlichkeit, dass ausgerechnet die CDU dem Haushaltsplan von Oberbürgermeister und SPD zustimmen werde. Und damit begann auch in Duisburg die unheilige Allianz von SPD und CDU. SPD, Oberbürgermeister und CDU regieren seitdem mit einer Kaltschnäuzigkeit, wie wir sie im Duisburger Stadtrat in den letzten 20 Jahren nicht erlebt haben. Ohne jede Rücksicht auf frühere oder spätere Bündnisse oder Freundschaften. Frei nach Franz Müntefering, der mal sagte, wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, das Spiel zu gewinnen und nicht überlegen, mit wem wir nachher duschen gehen. Ja, lustig, kann man machen. Meist schadet es aber auch nicht, wenn man sich gelegentlich an alte politische Partnerschaften erinnert oder zumindest keine denkbare Zusammenarbeit für die Zukunft vollkommen ausschließt. Aber genau das tut die GroKo in Duisburg. Und das ist wirklich schade, denn wäre es nicht gerade in diesen Zeiten besonders wichtig, dass die demokratischen Parteien der Mitte enger zusammenrücken? Im Frühjahr schmetterten CDU und SPD kurz vor der Ratssitzung einen gemeinsamen Antrag auf die Tische des Stadtrates.
Sie beantragten der gesamten politischen Konkurrenz, fast die Hälfte der ihr zustehenden Fraktionsmittel zu streichen und sich selbst diese Mittel um fünfstellige Summen zu erhöhen. SPD und CDU, also genau die Sozialen und die Christlichen, setzten diesen Beschluss gegen alle Bedenken um. Obwohl dieser Beschluss die anderen Fraktionen nicht nur in ihrer politischen Arbeit stark behindert, sondern tatsächlich auch Arbeitsplätze gekostet hat. Seit dem 1. Januar 2017 kassiert die SPD-Ratsfraktion zur Unterhaltung ihrer Duisburger Geschäftsstelle 54.000 Euro Steuergelder monatlich. Die FDP und andere Gruppen im Rat der Stadt werden jetzt 48.000 Euro bekommen, und zwar im Jahr. Dieses war der erste Streich der Duisburger GroKo, doch der zweite folgte gleich. Mit geradezu brachialer Dominanz und Eile erzwangen Oberbürgermeister, SPD und CDU in der folgenden Ratssitzung die Pläne zur Entwicklung des ehemaligen Bahngeländes zwischen Weder und Bissingheim. Alle Ratsfraktionen waren im Grunde dafür, aber es gab viele Fragen und die Zeit war knapp und man hatte keine Gelegenheit, mit dem Bürger zu sprechen. Auch hier prallten wieder alle Argumente und Fragen an der GroKo ab. Und wie immer, wenn die Diskussionen bei einem Thema zu lang werden, meldet sich der SPD-Fraktionsvorsitzende zu Wort und erklärt, dass nun seiner Meinung nach alles gesagt sei, er kein einziges sachliches Argument gehört hätte und man nun bitte zur Abstimmung kommen möge. Diesem Wunsch folgt der Oberbürgermeister brav auch immer und beendet jeden weiteren Meinungsaustausch. Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgte gleich. In der nächsten Sitzung des Stadtrates beschlossen CDU und SPD den Ausstieg der Duisburger Verkehrsgesellschaft aus dem gemeinsamen Verbund mit Mülheim und Essen aus der Via. Ein Gutachter hatte gefordert, aus dem losen Verbund eine echte Gesellschaft zu machen, eine, die wirklich Einsparungen erzielen könnte. Eine einzige Gesellschaft mit einem Vorstand, mit einem Geschäftsführer und einem Betriebsrat. Und dieses Gutachten, das wohl für die Beteiligten unangenehm war, weil es Posten gekostet hätte, dieses Gutachten war dann der Auslöser dafür, dieses Bündnis zu verlassen. Die DVG muss jetzt wieder alleine wursteln. In der gleichen Sitzung wurde dann beschlossen, dass die DVG 47 neue Straßenbahnen kaufen dürfte. Mit welchem Geld, das weiß man nicht. Aber nach möglichst großem Geschrei werden Land, Bund, LVR, VRR, RVR, wer auch immer, irgendjemand wird dann schon einspringen und das Geld wird irgendwo vom Himmel regnen. Dieses war der dritte Streich, doch der vierte folgte gleich. Als der Oberbürgermeister einsam und hinter allen Kulissen entschied, dass er die 7 Duisburger Bezirksämter auflösen will, fragte er weder die Bezirksvertretungen noch den Personalrat oder den Stadtrat. Niemand weiß, wie der OB damit Gelder einsparen möchte, weil ja gar kein Personal entlassen wurde, sondern nur wieder in andere Amtsstuben, schweres Wort, und städtische Gesellschaften verschoben wurde. Aber er kann sich ja der vollkommen unkritischen Zustimmung einer großen Mehrheit dieses Rates sicher sein. Und so wurde dem Stadtrat das fertige Konstrukt lediglich zum Abnicken vorgelegt und wieder schwiegen CDU und SPD so lange, bis sich die komplette Ratsopposition wieder ausgeredet hatte. Und wieder erhob sich der SPD-Fraktionsvorsitzende, um festzustellen, dass man nun alle Argumente ausgetauscht hat, er aber kein sachliches Argument dagegen gehört hätte und er endlich zur Abstimmung kommen möchte. Der ein oder andere wird denken, was regt er sich so auf über die GroKo, die tun doch gar nichts. Ja, wenn es denn so wäre. Aber was für Schäden inzwischen in dieser Stadt angerichtet werden. Ich möchte hier gar nicht über die vielen Fehlplanungen von Oberbürgermeister, SPD und CDU in der Verkehrsplanung und Stadtentwicklung auflisten. Ich möchte gar nicht über Krankenstände städtischer Mitarbeiter reden, über Baumfällungen, Stellenstreichungen oder überteuerte Parkgebühren. Ich will auch heute nicht über das dramatisch schwache Wirtschaftswachstum, die höchsten Arbeitslosenquoten, die höchste Pro-Kopf-Verschuldung und über einen der höchsten Schuldenberge Deutschlands reden. Und ich erspare Ihnen auch meine Einschätzung zu den höchsten kommunalen Steuern des Landes, die wir in Duisburg haben. Oder zu dem größten Fehlkauf dieser Stadt,
der Kauf der Steag-Anteile. Die Duisburger GroKo schweigt sich durch jedes Thema und jeden Beschluss, der im Duisburger Stadtrat gefällt wird. Egal wie unsinnig, egal wie stark die Argumente der politischen Gegner, SPD und CDU streiten nicht mal mehr, verteidigen ihre Entscheidungen nicht mal mehr. Sie lassen die anderen Fraktionen und Gruppen ihre Empörungsreden halten, bis dem SPD-Vorsitzenden langweilig wird. Er sein Wort erhebt, sich meldet, dass alle Argumente nun ausgetauscht seien. Er kein einziges Sachargument gehört hätte und nun bitte zur Abstimmung gekommen werden soll. Und bevor der auch noch hier zur Tür reinkommt und sagt, er hätte kein einziges Sachargument gehört, will ich Ihnen gern sagen, was die Duisburger FDP als Alternativen zu bieten hatte und hat. Jahrelang hatte die FDP im Rat gefordert, die städtischen RWE-Aktien zu verkaufen. Hätten damals 13 Millionen Euro gebracht. Heute schimmeln die im Keller einer städtischen Gesellschaft. Man wollte nicht auf uns hören. Jahrelang hatte die FDP gefordert, die Wedau-Kliniken zu verkaufen. Sana hätte damals 30 Millionen Euro bezahlt. Als SPD und CDU und der OB sich dazu durchrangen, zahlte Sana noch ein Geld von 10.000 Euro, so als Schmerzensgeld. Man wollte nicht auf uns hören. Als die FDP forderte, die städtische Wohnungsbaugesellschaft GEBAG zu verkaufen, zu dieser Zeit hätte die GAGFA vermutlich 600 Millionen Euro bezahlt. Heute müssen wir froh sein, dass die GEBAG überhaupt noch gibt. Man wollte nicht auf uns hören. Jahrelang forderte die FDP den Erlös aus dem Stadtwerke-Anteilsverkauf aus dem Jahr 2000 zur Schuldentilgung in die Stadtkasse zu überführen, also von der Stadtwerke-Kasse in die Stadtkasse. Da lagen mal 100 Millionen Euro. Inzwischen vermutlich völlig aufgezehrt vom Steag-Kauf und der Energiewende. Man wollte nicht auf uns hören. Seit Jahren fordert die FDP, einen privaten Anteilseigner für die DVG zu suchen. Man muss nur kurz mal nach Moers rüberschauen, zu NIAG. Die haben mit einem privaten Anteilseigner Gewinne jedes Jahr. Nicht viel, aber immerhin. Ja, man wollte nicht auf uns hören. Seit Jahren fordert die FDP den Verkauf der Stadtwerke, wodurch sich Düsseldorf zum Beispiel mal komplett schuldenfrei gemacht hat. Ich habe nicht gehört, dass in Düsseldorf kein Wasser mehr aus den Hähnen fließt, dass der Strom abgestellt wird. Ja, der Bürger hat es nicht bemerkt. Man will nicht auf uns hören. Wir fordern seit Jahren den Verkauf des städtischen Anteils am Hafen. Unter anderem, weil bis zum letzten Jahr nicht ein Euro Dividende von Lockport an die Stadt gezahlt wurde. Jetzt zahlt Herr Starke gerade mal 500.000 Euro an diese Stadt. Das ist weniger, als er selbst dort verdient. Man will nicht auf uns hören. Das Gleiche gilt übrigens für alle anderen städtischen Gesellschaften. Im Gegensatz zu den typischen Tafelsilberreden, die man hört, bringen diese Gesellschaften in Wahrheit nie Geld in die Stadtkasse. Aber der Verkauf von städtischen Gesellschaften und Gesellschaftsanteilen, von denen es in Duisburg über 100 direkte, mittelbare oder unmittelbare Beteiligungen gibt, das würde natürlich auch so einige Aufsichtsratsmandate kosten. Da muss man schon klare Prioritäten setzen. Apropos Prioritäten setzen. Love Parade-Unglück, Mafia-Morde, Rockerbandenkriege, Problemhäuser und gefühlte No-Go-Areas. Aber der Oberbürgermeister und die GroKo machen sich Gedanken über ein paar Alkoholiker auf der Königstraße. Oder suchen einen künstlichen Leitspruch, der die Stadt medial nicht mehr ganz so schlimm dastehen lässt. Winston Churchill sagte einmal, in der Politik ist es wie in der Malerei, der gute Wille ist keine Entschuldigung für schlechte Arbeit. Gibt es auch Positives in unserer Stadt aus dem vergangenen Jahr zu berichten? Ja, natürlich. Das hat aber nichts bis gar nichts mit Politik zu tun. Der MSV spielt sich wieder in die zweite Liga. Die Mercatorhalle konnte wieder eröffnet werden. Die Opernehe zwischen Duisburg und Düsseldorf wurde verlängert. Das Theater am Marientor verkauft, da finden jetzt wieder Musicals statt. Die Zahl der Einbrüche
deutlich zurückgegangen. Und das Flüchtlingsproblem ist dank vieler engagierter Helfer und eines engagierten Stadtdirektors, muss man auch mal sagen, ohne besondere Zwischenfälle und Dramen gut bewältigt worden. Die meisten Flüchtlinge, die einen Aufenthaltsstatus in Duisburg erhalten, leben inzwischen in Wohnungen. An dieser Stelle habe ich extra noch etwas Platz gelassen im Skript, falls mir noch was einfällt. Der Platz ist leer geblieben. Wenn man die ganzen unrealisierten Pläne, Ankündigungen, Wünsche und Träume des Oberbürgermeisters mal weglässt und auch all die Dinge, die in dieser Stadt mit fremdem Geld gemacht wurden, wenn man auch mal alles weglässt, was private Initiativen, Firmen, Vereine, Organisationen und so weiter machen, dann bleibt unterm Strich nichts. Wird sich in Duisburg in 2017 was ändern? Ich fürchte nicht. Denn die Große Koalition wird sich weiter wortlos durchwursteln. Oberbürgermeister Link wird sich auf noch mehr Pressefotos mit Helm und Spaten zeigen, weil im nächsten Jahr Oberbürgermeisterwahl ist. Es werden noch viel mehr echte und symbolische Baustellen eröffnet und noch viel mehr Bäume gefällt. Und anschließend gammeln diese Flächen dann jahrelang vor sich hin, weil es eigentlich nie einen Investor gab oder dieser bereits längst von der Stadtspitze vergrault wurde. Der Oberbürgermeister und die Duisburger GroKo scheinen sich hier an Edmund Stoiber zu halten, der mal sagte: Ich mache nicht nur leere Versprechungen, ich halte mich auch daran. In diesem Sinne sollten wir die Erwartungen an die Duisburger Stadtspitze für das kommende Jahr ganz, ganz tief nach unten schrauben und hoffen, dass die bevorstehenden Landtags- und Bundestagswahlen auch die derzeit in Duisburg regierenden Parteien etwas in ihre Schranken weist und sich die derzeitige Arroganz der Macht in Demut gegenüber den Wählern und den Respekt gegenüber des politischen Mitbewerbers wandelt. Ich glaube, wir haben noch Zeit. Unser Gast ist noch nicht da. Dann habe ich noch Zeit, etwas zum aktuellen Thema zu sagen. Der Oberbürgermeister und die Ratsfraktionen von SPD und CDU werden am Mittwoch in einer extra anberaumten Ratssitzung beschließen, dass auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände hinter dem Hauptbahnhof ein sogenanntes Designer-Outlet-Center entstehen soll. Seit Monaten gären diese Gerüchte, aber seit Monaten gibt es bewusst keine Informationen aus dem Rathaus. Seit Monaten beraten die Fraktionsspitzen von SPD und CDU vermutlich über die Pläne des Investors. Seit Monaten gibt es Gerüchte, Vermutungen, Wünsche, Ideen, aber absolut nichts aus der Stadtverwaltung oder vom Oberbürgermeister. In den Zeitungen stehen immer mehr Details zu diesen ganzen Plänen, die aber niemand an die Zeitung gegeben haben will. Und vollkommen überraschend wird plötzlich eine Sondersitzung des Stadtrates einberufen. Und das Einzige, was das Büro des Oberbürgermeisters bekannt gibt, ist, dass es um neue Ideen und Ansiedlung auf der Mercatorinsel geht und um die Idee eines Designer-Outlets hinter dem Hauptbahnhof. Und in dieser unübersichtlichen und oberflächlichen Ausgangslage habe ich die Mitglieder der Duisburger FDP befragt, ob sie denn die Idee gut finden würden, ein Designer-Outlet dort zu errichten oder nicht. Die überwiegende Mehrheit der Parteimitglieder hat sich dagegen ausgesprochen. Die überwiegende Mehrheit der Parteimitglieder, die genau wie ich, ohne Details zu kennen und ohne dass jemand das Gespräch mit uns gesucht hätte, entschieden. Gestern ist erstmals eine Beschlussvorlage der Duisburger Stadtverwaltung bei uns eingetroffen. Auf knappen 11 Seiten wird auch hier wieder nur der Wunsch erklärt, auf diesem Gelände ein Designer-Outlet-Center zu errichten. Und dem Oberbürgermeister und der Stadtverwaltung schon jetzt einen Freibrief zu erteilen für alle weiteren Planungen. Das ist grob zusammengefasst das, was am Mittwoch beschlossen werden soll. Wenn man ohne nähere Kenntnisse alle Erfahrungen
zusammenzählt und einem im Laufe der Jahre jedes Vertrauen in den Oberbürgermeister und seine Stadtverwaltung verloren gegangen ist, dann kann man nur zu dem Ergebnis kommen. Vielleicht geht mal jemand dran. Könnte der Chef sein, der sagt, dass er gleich kommt. Wenn man also ohne nähere Informationen 5 Minuten, schaffe ich. Ohne die Informationen und das Vertrauen in den Oberbürgermeister und diese Stadtverwaltung sich diese Situation anschaut, dann denkt man unweigerlich an die Multicasa-Pläne damals, die CDU und die Grünen damals beerdigt haben, als praktisch schon die Bagger auf dem Gelände standen. Multicasa übrigens, das hat die FDP damals befürwortet, weil das Entree von Multicasa, ein gigantisches Dach von einem japanischen Architekten geplant, bis auf den Bahnhofsvorplatz reichte. Ja, wenn Sie aus dem Bahnhof rauskamen, war der Eingang von Multicasa. Es war eine Erweiterung dieser Königstraße. Heute, dieses Outlet-Center wird da gebaut, wo die alten abbruchreifen Hallen stehen, wenn Sie die Autobahn entlangfahren. 1 Kilometer weiter, 2, ich weiß nicht. Unendliche Weiten entfernt von der City. Und man denkt auch spontan an das Factory Outlet Center in Marxloh, das die SPD gestoppt hatte, als der holländische Investor bereits 8 Millionen Euro investiert hatte, in Gutachten. Nach Aussage des Investors waren alle Probleme in diesem Moment beseitigt, auch die mit Grillo. In dem Moment sagte man ihm, nö, wir wollen nicht mehr. Was da wird, weiß kein Mensch, nicht? Man denkt unweigerlich an die Pläne der Stadtspitze auf dem Marientor-Karree, das seit Jahren da einen Wald bildet. Oder die Eurogate-Pläne im Innenhafen. Ja, es soll jetzt wieder jemanden geben. Habe ich schon ein paar Mal gehört. Vor dem Hauptbahnhof auf der Mercatorstraße soll ein riesiger Häuserriegel errichtet werden. Gab es mal einen Investor für und deswegen hat man vorsorglich alle Platanen gefällt dort. Investor sehe ich nicht, dieser Häuserriegel wird irgendwann kommen und jede sogar Sichtachse wird zwischen Königstraße und Hauptbahnhof vernichtet. Man denkt weiter an das Mercator-Quartier vor dem Rathaus, alles abgerissen, werden wir jetzt Karneval feiern. Wer weiß, wann da mal irgendwann was entstehen wird. Man denkt wieder zurück an die Rhein-Ruhr-Halle. Ja, irgendwas möchte man da, man weiß nicht was, man weiß nicht wer, man weiß nicht womit. Diese ganzen Gedanken, und dann kommt jemand und sagt, ja, wir haben noch was vor, Designer-Outlet hinterm Bahnhof. Wenn Sie das alles zusammenrechnen, kommen Sie zu dem Schluss, nee, auf der anderen Seite zittert die ganze City hier vor dieser Ansiedlung und vor der drohenden Konkurrenz. Und es ist eine andere Frage, ob diese Konkurrenz angebracht ist, ob das Zittern sinnvoll ist, ob die Einzelhändler da recht haben oder nicht. Darum geht es nicht. Sie tun das und stellen sich erstmal stur und steif und machen nichts, investieren nichts, resignieren. Das hatten wir in dieser Stadt schon mal. Wir hatten schon jahrelang bei Multicasa, bei Factory Outlet in Marxloh, jahrelang den Zustand in dieser Stadt, dass die Einzelhändler, die IHK, die Kaufleute sagten, nö, jetzt erstmal machen wir nichts. Wir haben letztens in einem Gespräch gehört, wenn große Firmen sich in einem der Einkaufscenter ansiedeln möchten hier in Duisburg, haben die erstmal großen Spaß, dann wird denen auch Platz eingeräumt und dann recherchieren die natürlich, diese Global Player, und dann stellen die fest, huch, da ist ja sowas geplant hinterm Bahnhof, und dann ziehen sich solche Ketten zurück, selbst die großen. Das ist ein Glücksfall, dass Sarah im Forum jetzt doch kommt. Wenn die das vorher gewusst hätten, hätten die vielleicht gesagt, na, warten wir erst mal ab. Und dieses Abwarten, das ist schädlich für diese City. Und weiterhin ist sicher, dass viele Firmen in diesem Designer-Outlet-Center zwar ihre Filialen eröffnen werden, aber ihren Hauptfirmensitz weiterhin und gerne in einer anderen Stadt belassen werden, weil dort die Gewerbesteuer deutlich niedriger ist als in Duisburg.
Und sicher ist für mich eben auch, dass fast keine Kunden den Weg vom Outlet zur Innenstadt finden werden. Wegen des eben von mir schon beschriebenen Häuserriegels. Also nicht mehr eine Sichtachse besteht zwischen Hauptbahnhof und Königstraße. Und sicher ist auch, dass keine Kunden sich dort ins Auto setzen werden und in die City fahren. Und selbst wenn sie das tun, werden sie keinen Parkplatz finden, weil diese seit Jahren systematisch bewusst abgebaut werden in dieser City. Man will die Menschen lieber erziehen und in öffentliche Busse und Bahnen zwingen. Sicher ist für mich auch, dass der Einzelhandel in der City sich mal wieder ein Stück verschieben wird. Diesmal wird es vermutlich die Einzelhändler auf dem Sonnenwall erwischen. Wie gesagt, sicher ist, dass es zu einer Stagnation in der City kommt. Und wir können darüber reden, ob es richtig und sinnvoll ist, ob die Einzelhändler hier richtig entscheiden oder nicht. Es wird zu einer lähmenden Angst kommen. Und das ist das, was wir hier in dieser Stadt überhaupt nicht gebrauchen können. Die FDP wünscht sich auf diesem Gelände nach wie vor die Realisierung der Norman-Foster-Pläne. Wenn daraus nichts wird, weil es keinen gibt, der das Geld dafür hat oder der es in Duisburg investieren möchte, dann fällt einem sehr schnell dort ein, wieso ist das eigentlich kein Gewerbegebiet zwischen Bahnschienen und Autobahn? Mit eigenem Autobahnanschluss demnächst. Das bietet sich doch sogar geradezu dazu an. Wohnen kann ich mir da nicht vorstellen zwischen Schienen und Autobahn. Aber ein Gewerbegebiet, wohlmöglich ein Logistikzentrum. Ich wüsste nicht, wen es stören soll. Und wir hören doch seit Jahren von Herrn Starke, dass wir noch viel mehr Logistikflächen gebrauchen können. Bitte schön. Ich weiß nicht, ob der Herr Krieger das verkaufen würde, das Grundstück. Aber ein Möbelhaus baut er dort nicht mehr. Und deswegen baut auch Herr Ostermann in Meiderich nicht mehr. Hängt alles irgendwie zusammen. Aber auch diese Idee vom Outlet-Center hinterm Hauptbahnhof wird der Oberbürgermeister, die SPD, die CDU wieder wortlos durchpeitschen. Und ob daraus letztendlich wirklich mehr wird als nur ein Spatenstichfoto des Oberbürgermeisters in den örtlichen Medien, das werden wir in einem Jahr sehen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus